Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und das ist mein erster Flugzeugträger. Es ist die Horschuh oder Hochschuh. Stufe 4 Flugzeugträger. Gefechtsstation. Wenn ich irgendwas nicht richtig machen sollte, sag Bescheid. Ich bin noch nicht so im Grün mit dem Flugzeugträgern. So, ich glaube, die Flugzeugträger, die sind auch nur der einzige von unserer Seite. Ja, es ist so manchmal so ein bisschen Steinschere Papier, finde ich. Wenn man zum Beispiel... Was haben wir denn überhaupt als Gegner für als Flugzeugträger? Auch eine Horschuh. Das heißt, er hat eine Jagdstaffel und zwei Torpedostaffeln. Jagdstaffel gegen Jagdstaffel ist immer so eine Sache. Ich versuche, ihn immer irgendwie in eine Falle zu locken. Weil man hat Reserve, man sieht es hier unten. Ich habe also komplett jede Staffel noch einmal als Reserve. Ja? Und wenn er natürlich keine Jäger mehr hat... Ah, da kommt er nämlich schon. Wenn er nämlich keine Jäger mehr hat, aber er geht weg, okay. Dann haben wir natürlich die, ich sage mal, Lufthoheit. Ob das jetzt so genannt wird oder ob das andere sind, weiß ich nicht. Es ist aber quasi so. Weil dann können unsere Torpedos, also müssen wir von den gegnerischen Lufteinheiten keine Angst mehr haben. Nur von den Schiffen. Und ich versuche halt immer so zu spielen, dass wir erstens... Ja, immer diese Traps. Wie gesagt, erst die Jäger loswerden. Halt Jäger gegen Jäger. Jäger gegen Jäger. Also Jagdstaffel gegen Jagdstaffel. Da ziehe ich immer den kürzeren. Immer. Warum? Keine Ahnung. Was hat denn der für Schiffe? Schiffe ist ja schon. Stufe 5. Ich weiß gar nicht, ob ich auch schon Stufe 5 Jäger habe. Aber wie gesagt, der würde gewinnen. Scheiße. Seine Staffeln kommen durch. Dann versuchen wir dann noch davon was wegzuknaspern. Und ihn in die Falle zu locken. Na gut, dann. Und schon den ersten verloren, seht ihr? Es ist immer dasselbe. So, jetzt kriege ich keine Flak-Unterstützung von den anderen Schiffen, weil die müssen ja natürlich ausweichen. Kamerad, ich brauche Ihre Unterstützung. Ja, wir haben den nächsten verloren. Wenn natürlich ein Schiff wäre da unten, was uns noch Unterstützung gibt, Flak-Unterstützung, dann würden wir das hier gewinnen. Jetzt sieht es nämlich so aus, als ich mich hier gerade einer dick auf die Fresse kriege. Scheiße. Komm, Kohlberg. Hilf mir. Ja, das war's. Scheiße. Das ist das, was ich meine. Gut, aber da können wir jetzt mal die in diese Richtung schicken. Ich hoffe, dass der nämlich jetzt abhaut. Es gibt uns kurz Zeit für einen Angriff. Wegpunkt erreicht. Ziel erreicht. Ich würde nämlich auf A schicken. Das scheint nämlich ein Schlachtschiff zu... Nee, ein Kohlberg. Okay. Aber wir müssen unsere Leute unterstützen. Alter, was machst du da? Du hast keine Chance gegen das Ding. Und die zwei schicken wir auch wieder raus, die Jagdstaffel. Ja, der fährt voll rein. Oh. In der Luft. Jo, das Volltreffer. Der ist sowas von hin. Aber da kommt unsere Hilfe natürlich auch komplett zu spät. Und das Vorderste. Versuchen wir uns zu rächen, indem wir ein Schlachtschiff von denen wegnehmen. Ach, da hinten wäre noch mehr gewesen. Egal, da hauen wir jetzt ab. A ist verloren. Da brauchen wir uns gar nicht konzentrieren.
Meine Idee ist jetzt halt, diesen Einzelgänger zu schnappen. Drei. Wir stehen unter Beschuss. Ich weiß nicht, wie der abdreht. Wir stehen unter Beschuss. Der wird doch bestimmt abdrehen. Gruppe 3, nähern uns Ziel. Zwei auf ihn. Drei zurück. Kehren zurück zum Schiff. Ach ey, jetzt fickt er mich. Gruppe 2, wir stehen unter Beschuss. Gruppe 4, das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Schade. Kehren zurück. Schade. Hohe Verluste. Unsere Jagdstaffel wird jetzt da aufgerieben. Und dann haben wir gleich keine mehr. Scheiße. Vielleicht haben wir Glück und können kommen da. Dann haben wir wenigstens noch. Nee. Ach, jetzt haben wir den. Gruppe 2, Ziel zerstört. Ja. Kannst nochmal nachladen. Aber das war's mit dir. Gegner ist gut verteilt, finde ich. Machen es gut. Wir haben kein Punkt eingenommen. Nirgendwo. Vielleicht sollten wir hier unten weiter unterstützen. Damit wir wenigstens C einnehmen können. Und ich glaube, unseren Flugzeugträger schicken wir mal auf diese Seite. Der Insel. So, lad nach. Jetzt hat er einen Vorteil, nämlich der gegnerische Flugzeugträger, finde ich. Der muss jetzt nur warten, wo ich herkomme mit meinen. Torpedo-Flugzeugen. Und dann kann er sich die einfach wegsnacken. Und es gibt nichts Schlimmeres als Flugzeugträgerspieler, finde ich, keine Flugzeuge mehr zu haben. So. Na, ja, vielleicht kommen wir hier sogar schon quasi zu spät. Das ist auch jetzt nett. Er ist hier an der Seite. Groß ausweichen kann der wahrscheinlich gar nicht. Er kriegt sowieso jetzt hier gut einen rein. Aber fahr nicht so nah hin, Friant, oder wie man sich nennen mag. Ach, der hat auch Torpedos. Oh, das könnte ein Volltreffer werden. Kann ich ja abdrehen. Jo, wir können abdrehen. Ach, soll ja nicht umsonst sein, komm. Jetzt könnt ihr doch C einnehmen. Nimmt doch mal C ein. Erhalte derzeitigen Kurs bei. So, es hat sich gut gewandelt, sehe ich gerade. Unten rechts sind wir durchgebrochen. Ich glaube, hier St. Louis schläft. Oder ist kacken, wer weiß. Gut für uns. Können wir nämlich schön Torpedos draufjagen. Ach, scheiße, die vierte Staffel hat es noch abgewimmelt. Nummer 2. Ist noch weit entfernt, ne? Und unser Flugzeugträger ist, glaube ich, hier hinten zurzeit am sichersten. Bitte Vollgas. Ja, die ziehen sich schon wieder zurück. Ah, der hat das so gemacht. Das ist viel effektiver. Ja. Dann kriegt er da noch zwei rein. Da kommen wir nicht mehr ran, ne? Ne, komm, zwei, da opfere ich dich noch nicht für. Hat er geschafft, hat er gut gemacht.
Ja, wir müssen jetzt nur quasi warten, bis wir nächstes Mal den nächsten Angriff machen können. Ich hoffe, die zerstören jetzt die ISO-KC. Das ist nämlich auch sehr nervig. Oh, er hat auch keine Jagdstaffel mehr. Oh nein, 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 nein. St. Louis. Das war's. Mit der St. Louis. Oh. Der will jetzt unsere einzelne Jagdstaffel wegholen. Also, hätte die andere Richtung haben sollen. Ach, das war's. Kämpft mit eurer Ehre. Macht sie platt. Nee, 2-2-1 Unterschied. Wahrscheinlich werde ich gefickt. Definitiv. Ah, das ist immer so. Ich weiß nicht, einfach nur Pech. Jetzt hat er uns entdeckt. Hervorragend. Jetzt weiß er, wo wir sind. Hat uns aufgedeckt. Gut, dann können wir auf jeden Fall. Zerstörer haben die nicht mehr. Ich muss nur aus der Sichtweite der feindlichen Schiffe. Ja, und er hat mich jetzt matt gestellt, ne? Also, ich könnte jetzt mal eine Staffel starten. Aber geht ja nicht. Weil der Horst ja noch in meiner Nähe ist. Oder wir versuchen jetzt einfach zu einem Feind zu kommen. Damit die Strecke mit dem Flugzeugträger kürzer wird. Das machen wir. Komm, gib Gas. Ab in den Kampf. Oh, verpiss dich, ey. Ich hoffe, du musst gleich auftanken oder so. Das nervt. Weil er hat jetzt hier Zug frei. Er kann jetzt... Ach, er kommt eh zu mir. Der kommt zu mir. Haben wir nicht eine Flak? 1,2 Kilometer. Oh, ist das niedlich. Oh, ist das niedlich. Die Flak ist gar nicht Existenz. Und was macht der hier? Hallo, wir könnten dann Hilfe gebrauchen. Für ihn nix. Ja, da kommen sie. Da kommen sie. Das ist unser Tod. Der wird sie hier gegenwerfen. Oh, jetzt ist er zu nahe gekommen. Aber wir haben keinen abgeschossen. Ja, ich hätte vom Gas gehen sollen. Ah, hat er mich. Ah, schärfer, 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 schärfer. Alter, ist das schlechte. Eine schlechte Leistung, muss ich echt mal sagen. Also, Junge, das hätte ich mir jetzt besser vorgestellt. Wir sind echt verteilt, meine Leute. Aber... Es sind nur 3 Schiffe, Jungs. So, wir haben ja... Ach, komm, wir haben 4 Ersatz. Vielleicht bin ich auch einfach zu ängstlich. Der wartet schon wieder. Der wartet extra auf meine Position. Ups. Brauche Luftunterstützung. No, oh, ich hab gestartet. Oh, 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 oh. Ach komm, wir fliegen einfach über ihn hier. Ist jetzt einfach ein Köder. Svetlana, komm, Svetlana, du hast doch bestimmt eine Flak. Gefecht endet in 5 Minuten. Er rafft, was ich mache.
Na komm zu Svetlana. Die ist nett. Die hat keine Flak oder was? Och, Svetlana, ey. Da muss ich dann näher ranfahren. Wir haben auch nur 1,2 Kilometer. Das ist ein Witz. Dann lande nochmal. Na los, Flak. Wo ist die Flak? Wo ist die Flak? Knall sie ihn ab. Gibt's doch nicht. Treffen nicht. Wir haben aber auch, glaube ich, keinen verloren. Scheiße. Unser Team hat die Führung übernommen. So, ja, jetzt kommt, jetzt werden wir gefickt. Jetzt versucht das ein zweites Mal. Das zweite Mal. Ja. Wie willst du sie schmeißen? Ja. Er wartet extra. Er wartet. Jetzt weiß er nämlich, wie ich mich drehe quasi. Und jetzt kommen die nächsten. Und jetzt kriege ich mindestens 3 ab. Ne, 2. Jawohl. So, jetzt schicke ich meine Leute los, ist mir Wurst. Ja, ich muss echt sagen, ne? Die hat da echt Scheiße gebaut. Also ich finde es echt traurig. Also Flugzeugträger zu versenken ist das Einfachste, was, glaube ich, machen kannst, ne? Das ist. Und die sind ja nicht wendig. Das ist. Haben gewonnen. Aber mir lag es jetzt nicht, dass wir gewonnen haben. Aber ihr habt gesehen, wie man einfach einen Flugzeugträger Schachmatt setzen kann. Quasi, wenn er einfach eine Jagdstaffel, wenn er weiß ja, dass wir keine Jagdstaffel mehr haben, lässt die einfach in der Nähe des Flugzeugträgers, dann sind wir Schachmatt, alles was wir hochschicken, kann er zerballern. Und wenn wir dann da keine Hilfe kriegen von anderen Kreuzern oder Zerstörern oder so, dann ja, sind wir Schachmatt. Gut, ich hoffe, ihr habt was dazugelernt. Ich habe auch was dazugelernt, wie ich nicht spielen sollte. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Ein Like wäre auch gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.